Janina und ihre Schwiegermutter sind mit den Nerven am Ende. Die 7 Wochen alte Lani bringt sie an ihre Grenzen. Denn das Baby schreit ständig und lässt sich kaum beruhigen. Was soll man als Mann machen? Man kann nicht viel machen. Und das ist halt schwierig für einen. Und deswegen läuft man dann manchmal weg. Ich habe wirklich gedacht, ich möchte mich am liebsten einfach in ein Auto setzen und gegen einen Baum fahren. Es ist einfach vorbei. Ich habe die Ruhe, weil ich einfach nicht mehr diese Kraft hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich für uns beide stark sein kann. Statt Mutterglück nichts als Überforderung. Man ist völlig kraftlos, bei jedem Schreien ist man einfach nur hilflos. Schreit bei jedem Kleinen, ja, sie erschreckt sich halt viel, schreit dann sofort los, man kann sie schlecht beruhigen. Janinas Mutter Rosi ist regelmäßig da. Gleich nach der Arbeit kommt sie vorbei, um ihre Tochter zu unterstützen. Sie macht sich Sorgen um Janina, denn sie hat hautnah miterlebt, wie unglaublich schwierig die ersten Wochen mit dem Baby für ihre Tochter waren. Sie ist an die Grenzen gekommen. Sie hat es immer wieder gut gemeistert und geduldig mit der Kleinen. Trotz allem, ich hatte das Gefühl, sie bricht jeden Moment zusammen. Man versucht dem Kind einfach zu helfen und man merkt, es klappt aber nicht. Sie lässt sich nicht beruhigen. Man denkt, man ist eine schlechte Mutter und warum kann ich mein Kind nicht beruhigen? Und wieso schaffen das andere und ich schaffe es nicht? Solche Vorstellungen kommen dann nachher. Oft war Janina völlig verzweifelt. Sie konnte sich nicht erklären, warum Lani so viel weint. Hat sie noch Hunger? Tut ihr etwas weh? Oder ist sie schon wieder müde? Die junge Mutter hatte häufig Schuldgefühle, wenn sie ihr Kind nicht beruhigen konnte und offenbar gar nichts half. Kein Tragen, kein Kuscheln, auch kein Fläschchen wie jetzt gerade. Höchstens das Anlegen an die Brust. Ich war nachher einfach wirklich dann glücklich, wenn es Momente gab, in denen sie einfach ruhig war. Und da habe ich auch wirklich gesagt, okay, es ist mir egal, ob du nun 1, 2 oder 3 Stunden an der Brust hängst. Es war mir nachher wirklich egal. Ich war über jeden Moment, den sie einfach mal ruhig ist und beruhigt war und für mich dann auch scheinbar keine Schmerzen hatte in diesem Moment, war für mich einfach Glückseligkeit. Hallo Schatz. Hi. Hallo Nötchen. Ja? Hallo Lani. Sie war heute ganz artig. Warst du ganz artig? Sie hat ja schon ganz viel gesungen mit mir. Ist der Papa da? Ja, von der Arbeit endlich. Ui, guck mal. Wo ist er hin? Normalerweise kann man ja alles regeln irgendwie, aber das kann man nicht regeln. Also man kann nichts machen. Und das war natürlich halt richtig schwer für uns. Für mich glaube ich noch fast mehr als für Janina. Die war tapferer als ich. Ich bin immer nur geflüchtet. Wenn man 6 Stunden das Geschrei hat, dann hat man... Na, wenn du von der Arbeit nach Hause ja, kommst. Ja, keine Lust mehr. Und dann gleich das mit einem Geschrei ja quasi auch empfangen wird. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so schön und so einfach, wenn man sagt, Menschen, jetzt nach Hause und ein bisschen entspannen mit der Familie zusammen, wie man sich das ja quasi ausgemalt und vorgestellt hat. Und dann kommt man nach Hause und wird wirklich sofort ja von Schreien empfangen und geht damit auch dann wieder ins Bett. Und das ist schon anstrengend dann. Für ihren Freund Pascal hat Janina viel Verständnis. Sein Job ist gerade besonders anstrengend. Deshalb sorgt sich Janina auch noch um sein Wohlbefinden, da sie weiß, wie ihn das Geschrei von Lani stressen kann. Ich versuche ihm ja auch den Rücken frei zu halten. Ich sage, Mensch, ich schlafe jetzt hier unten im Wohnzimmer, dann kannst du zumindest oben und hast deine Ruhe und kannst dein Homeoffice oben machen und in Ruhe schlafen. Ich bereite ihn für uns alles hier unten vor, das geht ja auch. Nein, das ist für mich schon in Ordnung gewesen. Ich habe auch SMS dann geschrieben, wenn er bei Freunden war, so, bleib ruhig länger. Sie schreit wieder so extrem. Das war schon in Ordnung. Pascal hat im Internet alles eingegeben, was mit schreienden Babys zu tun hat. Und dabei die Seiten der Schreiambulanzen entdeckt. Das sind Einrichtungen, die Hilfen für Eltern anbieten, die nicht mehr weiter wissen. Auch er war manchmal völlig fertig und wurde zornig. Nachts, wenn ich im Bett lag und die Leute hat immer noch geschrien. Und dann irgendwann wird man aggressiv. Wenn der noch ein bisschen überarbeitet ist, ja, dann wird man doch manchmal ganz schön aggressiv, aber dann probiert man schnell einzuschlafen und dann ist wieder alles gut. Auch Christine hat ein Schreibaby.
Ein Baby gilt als Schreibaby, wenn es mehr als 3 Stunden am Tag, 3 Tage in der Woche und 3 Wochen am Stück schreit. Cleo ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und wollte immer nur auf dem Arm und ließ sich ganz schwer beruhigen und zerrt nachher auch echt an den Nerven, weil man einfach nichts anderes mehr machen kann, als sich nur um das Kind zu kümmern. Wenn sie anfängt zu schreien, da hat man noch Mitleid und denkt, Mensch, armes Baby, komm auf den Arm, ich tröste dich. Und irgendwann kippt das dann irgendwann, wo man nachher, erstmal so gefühlsneutral werde und irgendwann denke nur, halt einfach den Mund und sei ruhig. Feierabend. Ingo hat Fiete vom Kindergarten abgeholt. Fiete ist 4 und der große Bruder von Cleo. Ja? Hallo, mein Schatz. Mit ihm vergleichen die Eltern oft die kleine Schwester, denn Fiete war ein sehr pflegeleichtes Kind. Außerdem sah bei Fietes Geburt Ingos berufliche Situation auch noch ganz anders aus. Er war noch nicht voll eingespannt als Restaurantleiter in einem Reha-Zentrum. Bei Fiete war das halt ein bisschen einfacher. Da hatte ich Elternzeit, da musste ich nicht so lange arbeiten. Und da war es nervlich einfacher. Also das war nicht so anstrengend da. Und davon, ja, so in Erinnerung ist so, dass Fiete auch ruhiger war. Sie schläft kurz selten, den ganzen Tag über eigentlich nicht. Nur wenn man sie schiebt, dann ist sie ruhig. Und dann vielleicht noch danach eine halbe Stunde. Aber man hat ja nicht so wirklich mal Ruhe. Ne? Und um Fiete müssen wir uns natürlich auch kümmern. Das geht dann schon. Ich finde, dass Fietes Zeichen sozusagen einfacher zu deuten waren, wenn er was hatte, was es denn nun war. Das finde ich bei Cleo irgendwie schwieriger. Also manchmal brüllt sie eine Viertelstunde und wir rätseln, was hat sie jetzt? Nun ist es schon lange ungewöhnlich still im Wohnzimmer. Auch das kann Eltern beunruhigen. Nach dem Spaziergang schläft Cleo offenbar noch immer. Man wundert sich dann halt auch, wenn sie dann mal nicht weint. Oder ich meine, nachts hatten wir es bis jetzt noch nicht, dass sie mal so durchgeschlafen hat. Ich glaube, mal eine Nacht. Schlafen schon. Kreischschwänze. Also durchgekreischt. Ja, nee, das hat sie ja zum Glück nicht. Das ist ja dann nachts auch manchmal so. Dann kreischt die eine oder andere wach und dann muss man zu dem noch und dann ist man eigentlich permanent. Am Pendeln zwischen den Kinderzimmern. Ja. Als Christine und Ingo Eltern wurden, hat sich ihr Leben radikal verändert. Aus einer Zweier- wurde eine Dreierbeziehung. Das ist schon ein großer Einschnitt für ein Paar. Und nun ist auch noch die fordernde Cleo dazugekommen. Zeit zu zweit gibt es inzwischen kaum noch. Damit haben sie sich abgefunden. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir können ja nichts dran ändern. Und stellen uns auch noch ein. Eigentlich kriegen wir es, denke ich, ganz gut hin. Und wir wissen ja, irgendwann wird es auch mal wieder. Kommt mal wieder Licht am Ende des Tunnels. Dann. Das ist dann einfach so. Es geht natürlich schon Abende, wo wir sitzen, wenn alle Freunde unterwegs sind und so. Und wo wir denken, oh, würden wir auch gerne. Mhm. Und so, aber. Geht dann nicht. Auch Janina hat sich ganz auf die Bedürfnisse der kleinen Lani eingestellt. Sie lebt mit dem Rhythmus des Babys und sorgt dafür, dass die Kleine genug Ruhepausen hat. Denn gerade Schreibabys nehmen oft zu viele Reize ihrer Umwelt auf und schaffen es deshalb schwer, sich zu entspannen. Janina gelingt es trotz allem, liebevoll mit Lani umzugehen. Pascal fühlt sich hoffnungslos überfordert. Unglaublich. Also ich persönlich schaffe das gar nicht. Also ich bin ja immer weg oder ich probiere, sobald die ein bisschen döller schreit, bin ich halt weg. Weil ich kann das gar nicht ab. Und Janina macht das total gut. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das so schafft. Sie schläft ja auch jetzt seit, ich weiß gar nicht, jetzt seit Anfang an eigentlich nur auf der Couch mit der Lütten. Und das könnte ich schon gar nicht. Und dieses nachts immer aufstehen, das geht ja bei ihr, also 1-2 Mal. Das geht. Aber trotzdem, das kann ich auch alles nicht. Ich weiß es gar nicht, warum ich das nicht kann. Ich kann das gar nicht erklären. Bei den Frauen ist es ja ganz oft so. Die können da viel besser mit umgehen. Die wissen gleich Bescheid, was sie machen müssen. Also die meisten Freunde, die ich habe, sind so ähnlich wie ich, die meisten Männer. Und sind auch bei jedem Schreien leicht überfordert. Werden auch schon aggressiv. Und das ist bei den Frauen besser. Die sind einfach ruhiger dabei. Janina hat eine schwierige Geburt hinter sich.
Weil sie eine Schwangerschaftsdiabetes hatte, wurde ihr Geburtstermin genau terminiert. Das Baby könnte sonst zu groß werden, hieß es. Und so winzig und zart war Lani, als sie auf die Welt kam. Obwohl man am Stichtag im Ultraschall gesehen hatte, wie klein das Baby war, wurde die Geburt mehrmals eingeleitet. 4-mal insgesamt und das über 2 Tage. Nun wurde sie halt wirklich so auf diese Welt gezerrt, nennen wir das immer. Und vielleicht hätte sie noch ein bisschen Zeit gebraucht und auch verdient im Mutterleib, um noch ein bisschen weiter zu sein. Und gerade nach 4-mal Einleiten merkt man ja oder spürt man ja auch, dass das Kind einfach nicht so weit ist, um schon freiwillig auf diese Welt zu kommen, dass sie wirklich so viele Anstöße braucht und quasi so gezwungen wird, jetzt da zu sein, obwohl sie vielleicht gerne auch eine Woche hätte bleiben können. Das war schon nicht so schön. Der Geburtstermin stand im Dienstplan und keiner wollte daran rütteln. Pascal ist immer noch sauer auf das Krankenhaus und besorgt um seine Freundin. Kannst du Mama heute nicht so doll nerven? Gar nicht, ne? Bist du schon fertig mit? Das ist doch noch so viel. Bitte, Papa, du verabschieden. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Der Mechatroniker für Sonnenschutz wohnt mit seiner Familie auf dem Land und muss zur Arbeit nach Hamburg fahren. Jeden Tag wächst Janina ein bisschen mehr hinein in ihre Rolle als sorgende Mutter. Wie viele Babys liebt die Kleine Körperkontakt. Da sie nicht schläft, wenn man sie ablegt, packt Janina sie ins Tuch. Vor Lanis Geburt hat die 28-Jährige als Abteilungsleiterin in der Verwaltung eines Altenheims gearbeitet. Jetzt will sie für 3 Jahre in Elternzeit gehen. Hallo. Hallo, Lissi. Auch Pascals Mutter Anne kommt regelmäßig vorbei, um Janina mit dem Baby zu helfen. Sie wollte morgen ein bisschen bockig mit mir, ein bisschen weinerlich. Aber jetzt schläft sie schon eine ganze Weile. Bin ganz fleißig schlafgesaugt. Das machst du ja gerne. Pascals Mutter ist trotz der Herausforderung mit dem so häufig weinenden Enkelkind eine glückliche Oma. Hallo, Mäuschen. Den müssen wir mal rumkrabbeln. Oh, pups. Pups. Sie weiß aber auch um die Belastung, die ein ständig brüllendes Baby mit sich bringt. Der Papa war auch ein Schreikind. Also, ich habe so ein bisschen Erfahrung da drin. Und dann weiß ich, wie man sich fühlt, wenn das Kind so schreit. Also das vergisst man ja nicht. Ich meine, ich habe vergessen die ganze Zeit, ich kann nicht mehr sagen, wie das vor 25 Jahren war. So. Aber ich weiß, dass ich auch teilweise sehr in Not war. Und teilweise auch gesagt, ich kann nicht mehr. Paarmäßig, denke ich, ist das schon eine Herausforderung. Das kenne ich ja auch. Und die Männer sind ja meistens so, dass sie sich ein bisschen distanzieren dann davon. Ne? Also ich muss jetzt hier und ich muss da. Und dann sitzt man da meistens alleine. Das ist aber, glaube ich, typisch Mann, oder? Auch Janina ist nun diejenige, die sich hauptsächlich darum kümmert, dass die kleine Lani gut ankommt in der Welt. Ihr Wunsch nach Nähe und Zärtlichkeit mit Pascal bleibt dabei auf der Strecke. Natürlich vermisst man das. Man vermisst seinen Partner. Das sind jetzt mittlerweile 12 Wochen, die wir getrennt voneinander schlafen, die ich immer noch im Wohnzimmer auf der Couch liege. Aber wir haben uns beide damit arrangiert und haben beide gesagt, das ist einfach das Wichtigste, dass es der Kleinen jetzt gut geht. Und dafür ist auch noch ihr Schlafrhythmus zu kurz, als dass ich dann hier oben schlafe und dann mit ihr nach unten die Treppe runter und dann die Flasche zubereite. Sich ganz auf ein forderndes Baby einlassen und auch noch dem kleinen Sohn gerecht werden, ist anstrengend. Hinzu kommt, dass Christine nach der Geburt von Cleo sehr erschöpft war. Manchmal ist sie neidisch auf Ingo, der weggehen kann zur Arbeit. Dann sehnt sie sich nach ihrem Job als Hausdame im Hotel. Wollen wir da mal um die Ecke fahren mit der Straße? Ingos Zeit nach der Arbeit gehört Fiete. Das ist fest eingeplant im straff durchorganisierten Alltag der Familie. Und das sind nicht die Henkelhagelstädte. Das machen wir eigentlich ganz regelmäßig. Selten, dass wir es nicht machen. Und ja, versuche ich natürlich noch mit Cleo ein bisschen, aber wie gesagt, das ist eigentlich
hauptsächlich Christines Part so und ich versuche ihr es dann abzunehmen mit einer Flasche geben, was natürlich dann immer ganz positiv ist, dass sie nicht stillt, dass sie dann so ein bisschen Kontakt noch hat zu kriegen. Tolle drauf, Entschuldigung. Mach was drauf. Ja, ich höre. Ja. Cool. Mach die. Aber ansonsten, das mache ich halt auch gerne. Für Christine ist es eine Entlastung, dass ihr Mann auch die Flasche geben kann. So kann man Verantwortung teilen, meint sie. In der Mütterszene ist ihre Haltung allerdings sehr umstritten, denn Stillen ist hier immer noch das A und O. Ich wollte diesmal stillen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und vielleicht habe ich auch zu früh aufgegeben, das kann gut sein. Aber es ist für mich so in Ordnung, wie es ist. Und meine Kinder werden dadurch keine emotionalen Krüppel, nur weil ich sie nicht stille. Aber ich bin es leid, mich dafür rechtfertigen zu müssen. So letztens, Mutter aus dem Kindergarten, wir saßen bei so einer Besprechung und ich habe mir ein Alsterwasser bestellt. Und sie guckt mich ganz entsetzt an und wie kannst du dann ein Alsterwasser trinken? Und dann gucke ich sie, warum denn nicht? Stillst du denn gar nicht? Dann sage ich, nein, ich still nicht. Und dann noch ein, echt nicht? Und ich denke, nein, das muss man auch lang, wenn ich sage, nein, ich still nicht. Dann muss man nicht nochmal, echt nicht, nochmal hinterher fragen. Es gibt einige Themen für frischgebackene Eltern, die stark polarisieren. Stillen, ja oder nein, Schnuller, ja oder nein, oder auch Baby im Elternbett, ja oder nein. Auch das sogenannte Pucken ist solch ein umstrittenes Thema. Ich denke, das ist so eng, ne? Also irgendwie, ich würde mich da nicht so wohl fühlen drin, aber ja. Schlecht tut's ihr ja auch nicht. Und daher mache ich's. Und ja, Christine hält's auch für gut und da sie das hier auch immer macht, dann übernehme ich das auch. Ne? Während Fiete diese Wickeltechnik gar nicht mochte, ist sie für Cleo eine Hilfe. Sie verhindert Zuckungen und unkontrollierte Bewegungen beim Einschlafen. In der aus dem Mutterleib vertrauten Enge kommt das Baby gut zur Ruhe. Rund 20% aller Säuglinge, so die Forschung, sind Schreibabys. Passend zu unserer hektischen Zeit gibt es Babys, die es einfach nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen. Sie nehmen zu viele Reize auf, schlafen zu wenig und können sich schwer entspannen. Sie brauchen Hilfe von den Eltern, um in die Ruhe zu finden. Oh, Bella. Ja, wollen wir los? Wollen wir los, mein Schatz? Wenn ein Baby viel schreit, sollte zuerst der Kinderarzt abklären, ob es dafür organische Ursachen gibt. Oft folgt der Weg zum Osteopathen, auch der kann helfen. Wird langsam immer schwer. Luna. Viele Eltern sind einfach überfordert mit der Situation und werden aggressiv oder bekommen Gewaltfantasien. So auch Janina. Ich hatte es allerdings niemals dem Kind gegenüber, sondern nur mir selber. Wo ich wirklich dachte, oh. Dass ich wirklich dachte, ich schaffe das nicht, ich kriege das alleine nicht hin. Ich habe wirklich gedacht, ich möchte mich am liebsten einfach in ein Auto setzen und gegen einen Baum fahren. Es ist einfach vorbei und ich habe die Ruhe, weil ich einfach nicht mehr diese Kraft hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich für uns beide stark sein kann, dass ich das einfach nicht hinkriege. Und dadurch habe ich mir nachher die Hilfe dann auch geholt und konnte es auch zulassen und konnte sie dann auch wirklich stundenweise abgeben zu meiner Schwiegermutter und zu meiner Mutter. Janina hat eine klassische Odyssee auf der Suche nach Hilfe hinter sich. Sie war mit Lani beim Kinderarzt, bei einem Osteopathen, der allerdings nur kurzfristig helfen konnte, danach bei einem Säuglingsorthopäden. Der hat Blockaden in der Brustwirbelsäule behandelt und Lani ging es danach deutlich besser. Na, ist sie wach oder schläft sie? Ja, jetzt ist sie gerade aufgewacht. Ja. Ja, na, dann wollen wir gleich mal gucken. Kommen Sie rein. Super, danke schön. Wie schön das ist. Die letzte Nacht mit Lani war hart. Das Baby hat immer wieder gespuckt. Die Therapeutin Mareike Kachel versucht zuerst, Ruhe in die angespannte Situation zu bringen. Genau,
tief in den Bauch atmen. Ja, genau, Lani. Ja, genau. Warum ein Baby viel weint, kann unterschiedlichste Gründe haben. Um Janina zu helfen, versucht sich die Therapeutin zuerst ein genaues Bild von ihrer persönlichen Situation zu machen. Also die Ursachen für diese Unruhezustände, oder das, also dafür, dass die Kinder viel schreien, die sind wirklich vielfältig. Das können Problematiken in der Schwangerschaft sein, in der Partnerschaft. Eine traumatische Geburt, was nicht selten ist, wo die Mütter wirklich damit auch noch, was ihnen anhängt, was sie nicht abschütteln können. Also wir haben auch Mütter, mit den Kindern ist alles okay, aber die Mütter kommen und sagen, ich werde dieses Ereignis einfach nicht los, ich werde die Bilder nicht los. Ja. Und da auch den Raum dann bei uns zu haben, dass es seinen Platz findet, um dann auch mehr, um dass die Mütter wieder mehr in die Entspannung kommen. Und wie geht's Ihnen von der Kraft? Erschöpft. Ich sehe das schon. Ja, sehr erschöpft. Man ist doch relativ. Lani lässt sich kaum trösten. Deshalb braucht Janina emotionale Unterstützung. Die Mutter soll dem Baby den Weg in die Entspannung zeigen. Körperorientierte Kurzzeittherapie hilft dabei. Tief durchatmen. Können Sie irgendwie im Rücken eine Hand gebrauchen? Wir können es ja ausprobieren. Ja. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen hier unten, so ein bisschen Rückhalt für Sie. Okay. Ja. So. Genau. Versuchen Sie mal, die Augen ruhig zu schließen. Also man muss sich wirklich vorstellen, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Ja, und die Eltern sind total erschrocken, ja, wenn sie diese Gewaltfantasien, ich könnte jetzt mein Kind an die Wand klatschen, ich könnte schütteln, sind sie total erschrocken. Wir sprechen das auch wirklich offen an und sagen, haben Sie Gewaltfantasien, und sagen, dass es ist normal, dass diese Gewaltfantasien kommen, diese Aggression aus diesem Schlafmangel. Und wir zeigen den Eltern aber auf, wie können sie damit umgehen. Der Rat, das Baby weglegen, rausgehen aus dem Raum, auf ein Kissen schlagen und durchatmen. Auf keinen Fall das Baby schütteln. Das kann das Gehirn schwer schädigen. Die Sitzung hat Janina gut getan. Und gleich kann sie noch ein paar Stunden Schlaf nachholen, denn ihre Mutter übernimmt die Kleine. Wir sind wirklich an den Grenzen für mich, weil ich halt einen langen Tag immer wieder vor mir habe. Darum sind diese Erholungsphasen sehr, sehr wichtig. Für Passi, weil er natürlich einen vollen Arbeitstag vor sich hat und auch dort natürlich Leistung bringen muss und funktionieren muss. Und da ist natürlich Schlaf immer ganz, ganz wichtig für uns. Und natürlich sind wir an unseren Grenzen. Auch Ingo kennt die Situation, mit den Nerven völlig am Ende zu sein. Dann hat er die kleine Tochter einfach weggelegt und ist aus dem Zimmer gegangen. Wenn sie müde war und sie nicht zum Schlafen bekommen habe, dann hat sie halt sehr, sehr stark geschrien und sehr doll und laut. Und trotzdem man sie gekuschelt hat und im Arm hatte, hat es nicht aufgehört. Jetzt ist man auf Arbeit im Stress. Und dann zu Hause halt auch der Stress, und dann ist man ein bisschen nicht mehr ganz so starke Nerven einfach. Ne? Sonst hätte man das vielleicht noch mal eine Viertelstunde länger ausgehalten, und das hätte vielleicht auch schon geholfen. Das Kind merkt es dann ja anscheinend auch, wenn man so grantig wird. Dann, ne? Klar, dann willst du schon gar nicht schlafen. Neben dem stressigen Job Zeit haben für den kleinen Sohn und Geduld für die anstrengende kleine Schwester. Das ist schon eine große Herausforderung für die Familie. Immerhin ist Ingo spät nachmittags von der Arbeit zurück und alle können gemeinsam Abendbrot essen. Ja, wackeln noch mal ein bisschen. Kein ruhiges Abendbrot, wirklich? Nee. Und deswegen verabschieden wir uns. Legt sich dann ja auch auf die ganze Familienstimmung nieder, wenn alle so angespannt oder
wir Eltern angespannt und gereizt sind. Ein Schreibaby kann eine Beziehung extrem herausfordern. Junge Eltern erleben sich in solch einer Krisenzeit dann noch einmal ganz anders. Natürlich lernt man viele neue Fähigkeiten des Partners kennen. Allein die Ruhe, die sie ja meistens ausstrahlt, wäre unglaublich, würde ich niemals hinkriegen. Denn was haben wir denn noch kennengelernt? Dass sie so lange wach bleiben kann an einem Stück. Dass sie sie braucht halt sehr, sehr wenig Schlaf. Das war früher ganz anders. Also da hat sie mehr geschlafen. So, und jetzt braucht sie viel, viel weniger. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so funktioniert. Vielleicht, dass er gar nicht so stark ist, wie er tut. Nein, dass auch er diese sensible Seite einfach hat und auch, was ich toll finde, auch offen diese Schwäche halt zugeben kann, dass er wirklich ehrlich zu mir sagt, es ist im Moment einfach viel, ich bin vielleicht damit überfordert oder dieses Schreien, das geht mir so unglaublich auf die Ohren, dass er darüber auch einfach so offen sprechen kann, über diese Gefühle, das fand ich ganz, ganz toll und gab mir einfach mal Sicherheit, wenn man doch ein bisschen streitet und so weiter, einfach zu wissen, hey, es geht eigentlich gar nicht an selber, sondern es ist einfach nur die Situation, die einfach zu viel ist. Mit der Geburt der kleinen Lani ist das gewohnte Leben komplett auf den Kopf gestellt worden. Und auch in der Beziehung hat es deshalb gekriselt. Also wenn das, glaube ich, auch nicht so gefestigt wäre bei uns oder wir jetzt schon diese Jahre zusammen hätten und zusätzlich noch den familiären Rückhalt, den wir haben, glaube ich, wäre das fast ein Ding der Unmöglichkeit, das so gut hinzukriegen. Ja, glaube ich wirklich. Bei Ingo und Christine hat sich die Situation beruhigt. Ihre Fürsorge wurde belohnt. Die inzwischen 3 Monate alte Tochter ist entspannter. Sie lacht und gurrt. Ich weiß nicht, woran es liegt oder ob es jetzt an ihr liegt, in ihrer Entwicklung, dass sie ruhiger geworden ist oder an uns, weil wir besser jetzt damit umgehen können und besser wissen, wie wir auf ihre Bedürfnisse reagieren und das dann halt ausstrahlen und sie ist deswegen ruhiger. Also das kann ich gar nicht so wirklich beurteilen, woran es jetzt dran liegt. Am Anfang war es das mit Fiete zusammen, das alles unter den Hut kriegen, das war alles stressiger. Jetzt ist ja eher so überall Routine reingekommen und vielleicht merkt er das auch irgendwie, dass das alles ein bisschen organisierter abläuft. Für die Partnerschaft kann ein Leben mit einem Schreibaby zur Bewährungsprobe werden. Wenn Eltern aber diese Krisenzeit gemeinsam durchstehen, bekommen sie dafür richtig viel zurück. So wie Ingo und Christine von ihrer fröhlichen kleinen Tochter, die enorme Fortschritte macht.